Schönen guten Abend. Ich begrüße dich ganz herzlich zur Emission Nummer 223 von Television Stesel. Heute am Mittelpunkt von unserer Emission steht Kirmes zu Stesel, was immer ein ganz großes Evenement ist an einem ganz langen Weekend. Mit dem traditionellen Kirmes-Konzert und mit der Peter-Meilands-Präsession um Kirmes-Mindig. Aufhängen geht das Ganze aber mit dem Vernissage vom Peicht-Salon an der Galerie am Dorf. Monsieur l'Ambassadeur, Herr Bürgermeister, die Damen und Herren aus dem Schäffener Gemengerat, liebe Artistin, liebe Artist, liebe Inviteen, einen schönen guten Abend. Es wäre so ein Päischten, schon alles an der Blei. Es ist auch ein Päischten, wo heute zu Stesel so manches Gebäude geht, kulturell, sportlich, wo wir just nach dem Basket geeiert haben, als Champion von Lützeburg und zwei Damen und Herren. Und dann als Aufschluss peisch meindig nach um kirchlichen Plan auch mit der Peter-Meiland-Prozession. Als Abtakt heute Abend der Vernissage vom Eva Klosowa, ein Stesler Mattbiergerin, peisch die Versicherung mir ja, war möglich, ein Stesler Artist zu engagieren. Eva Klosowa, geboren zu Pilsen an der Tschechei, mir seit 2010 wohnt, erlebt sie heute Stesel, wo sie sich sichtlich wohlfühlt und gut angelebt hat, mit ihrem Mann und ihren drei Kammer und zwei Muppen. Schon an ihrer Kindheit hat sie gern gemalt und gezeichnet. Von 8 bis 16 Jahren hat sie Malkuren besicht an der École Populaire des Arts und noch Art Plastik an ihrer Heimat. Später als sie in Frankreich aufnimmt an den Lycée ging und hat nicht studieren, auch da Oveskuren an Art Plastik besicht und hat es weiterhin Gelegenheit, Kunst und Wirken von ausländischen Künstlern kennenzulernen. Nur die Studien auf der Uni, ein Beruf an der Aviation, wenn ich richtig informiert bin, hat ihn sich interessiert für die Fotografie und hat das Fotografieren aber nach mehr als Hobby gesehen. Der Marianne hat munter den Platz geknipst, viel Schnapsches, guter Mann, guter, alles, was ihm für und Lenz kommt. Mit dem Porträt hat ihn schon immer speziell interessiert. Anfangs hat er Fehler gemacht, viele Fehler. Mir bekanntlich lehrt ihn auf seine Fehler, so auch der Marianne. Alois Alois hat sich an der Welt von der Fotografie besser auskannt und hat angefangen, seine Bilder selber zu verschaffen und hat so seinen eigenen Stil entwickelt. Chers artistes, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Madame la Présidente de la Commission culturelle, chers invités, chers collègues du Conseil communal, Collège et Juvénal. Les deux artistes, Éfer et Marianne, sont d'origine du même pays, à savoir la Tchécoslovaquie, qui s'est divisée en deux en 1993, comme vous le savez d'ailleurs. Eva Klosowa est née à Pilsen, capitale de la bière. C'est vrai? Elle est d'origine tchèque. Au mois d'août de cette année, notre voyage d'études par ailleurs à Prague nous donnera l'occasion de visiter Pilsen, qui était par ailleurs capitale européenne de la culture en 2015. Je voudrais remercier Madame Ferranti de m'avoir donné le coup de pouce pour faire l'exposition. À la commune de nous permettre de la réaliser et à tous les amis de nous avoir soutenus jusqu'à ce moment-là. Viel Spaß!
Von nun an wissen alle Ewigkeit. Da waren in der besten Kondition wie es war. Es war eine flotte Aufschlussfeier von dem Weekend-Teil. Du weißt, dass der Feier im nächsten Weekend war, wo viel heute steht, Last war, wo viele Organisationen waren. Dadurch stehen unter Brücke fahren mit der Ehrung von unserem Landesmeister, vom Basket, was eine großartige Feier war. Zur gleichen Zeit wurde noch der Vernissage vom Syndikat-Initiativ, der Vernissage vom Feist-Salon. Samstag den Hemmelsmarsch für unsere Harmonie gespielt, die Kanzler, heute Morgen nur die Aufschlussfeier, die immer so wärm, mindestens morgens bei der Mailandsposition. Aber es geht damit ja auch nach vier mit der Aufweihung von den neuen Footballsterren. Voilà. Jedenfalls werden wir die ganze Flotte reüssiert, ein reüssierter Weekend, wo die Familie zusammengekommen ist, wo Freunde an Kameraden zusammengekommen sind, für sich für zu feiern, für Freundschaft der Kameraden auszutauschen und für, wirklich ganz wunderbar zu stehen, ganz gesellig und ganz lieblich zu stehen. Ich glaube auch alle Gehörern denen, die und den Freieren hier beteiligt waren, vielmals merci so ganz besonders unterspitzte Gesangfrei, Musik, Reinkehr, Trompien, Polizei. Ich hoffe, dass an alle Gehörern, die alle Gehörern angeschlossen, die und
organisation für diesem Weekend um den ist fair. Das ist eine Tradition, dass wir da mit so einer Feierung heute Morgen aufschließen. Ich bin jetzt gesagt, alle gut global, danke, merci so. Ich darf schön und gern, so schön und mindestens wünschen. Und noch eine gute Sprachpräsentation, mehr ist ein Realweekend zu erst danach. Und wie gesagt, nach einem schönen Tag heute stehen soll. Merci vielmals, dass ihr gekommen seid. Synthetischen Terror für den FC Alisontia Stesel. Und anderem hat sich den RWF-Präsident Paul Philipp auch für die Mise en Service von diesem neuen Terror zu Stesel erfand. Service. Und das ist ein Papi Plan, wo man aufs Terrain steht. Das ist ja der Präsident von der Football-Föderation, der Vizepräsident, ganz besonders die mein Bruder, die jetzt schon heute Moment sich erinnern konnte. Der Suche kann ich, dass er nach einer wichtigen Verpflichtung hat. Und wenn wir als Herr Größe in der Liga so weiter so stehen, kommen sie dann dafür, dass ich auch ganz besonders begrüße. Herr Präsident vom Stesler Football, der Member vom Komitee, Kolleginnen und Kollegen vom Chef der Gemeinderat, dann Präsidentin vom Syndikat Initiativ, Sportsminister, der mich übergelehnt hat, für den Basketempfang, die sind nur gut angerufen, ich bin für den Schuldig, der doch gesagt, dass ihr halten könnt, Robert Schneider wird gänsefreier Hautzebolzen, die bis proximal nur dabei sind. Wir für drei Jahre ist auch hin, vielmals merci für die substanzielle Subsidie, die den Minister genügt, für das Spielfeld drei Jahre stand zu setzen, für einen ganz guten Zustand zu versetzen, das Subsidie von über 300.000 Euro. Die Fußballspielerinnen und Fußballspieler von Stesel, selbst die doch gegen heute begrüßen, der Spieler von von der Pulle, aber von Bascherasch. Bascherasch will ich direkt felicitieren, aber ich nicht vergessen, für ihren Aufstieg an der Nationaldivision. An Pulle, die muss ich noch dezidieren, ob die Champion gehen oder Vize-Champion. Jedenfalls auch für ihr Lehrstück für diesem Jahr. Felicitationen an Bonne Chance bei dem letzten Match nach. Damen und Herren, wir sind heute hingekommen bei den Football-Horizont-Service, ich habe es schon gesagt, für ein Mise-en-Service offiziell zu bergen von dem neuen Belag vom Football-Terrain. Horizont-Service ist 1933 gegründet, gehen, was also über 80 Jahre, 83 Jahre alt, wird alle 10 Jahre, alle 50 Jahre gebührend gefeiert gehen als bei Anniversären. Und wieder noch einen Rückblick merken, also auf die Aktivität von dem Stellenverein. Jung, ein Mann, ein Jung, gelehnt, für ihre Lieblingssport zu betreiben, ein populärer Sportart, kollektive Sport zu exerzieren, am Gruppe, wo Kameradschaftsgeist für allem verlangt, in Aspisel und das wird auch nach dem Zug bleiben. Das funktioniert auch ganz gut heute zu Stesel. Wenn wir wissen, dass die Teilentwicklung die ganz kurz frei ist, kann man gerade nach jetzt drüber. Wir holen heute 40 Equipen, zehn Jahre an der Jugend, dann noch durch zwei Jugend-Damen-Equipen mit 280 Lizenzen. Herr Bürgermeister, Herr Präsident, ich kann mich auf jeden Fall an den Verkehr sein. Ich muss da aber so werden, ich will keinen Unglück bringen. Ich will Ihre Gäste, die Damen und Herren am Namen von der Witzburger Fußballföderation, will ich natürlich in aller Richtung stellen. Die der Gemeindeverantwortliche, mit dem der Spitzteam, Bürgermeister, dem Herr Klein, merci so für den Invest, mit Hilfe vom Sportsministerium, die sie gemacht haben, für die von uns verdienstvollen Vereine. Da die Sonne ja stehen, an dem sie den Plotten, den
ganz gute Synthetischer drinnen gesagt und eh von der letzten Generation, wo ihr seht, die konform ist, nur alle Riesen, die noch in der Sicht gehen, wo ich auch schon Championatsmatcher drauf gespielt habe, mit dem Success, den man kennt. Ich kann aber auch nicht viel beruhigen, wenn ich vom Kästlerpunkt schwätze, dass den Investor hier gemerkt hat, dass ein Investor in Zukunft ist, wenn ich ein bisschen weiß, was im Moment hier am Fußball zu stehen lebt, wo niemand in den Seniors-Equipe beginnt. 12 Jugendequipen, wovon er 2 Jungmädchen-Equipen, das muss ich sich vorstellen, das ist enorm. Das ist enorm, das ist auch eine riesige Verantwortung. Eine Verantwortung für die Leute, die die Jungen müssen encadrieren, natürlich mal quantitativ, Familie die auch nach qualitativ. Das ist schon eine Herausforderung, das ist eine Challenge, und ich meine, so ein Invest wie das hier ist auch eine Merci an eine Unerkennung und die Leute, für die habe ich diesen Benevolat über Jahre gemacht, um für die Jungen zu kadrieren. Und das auch, und das ist gerade so wichtig, eine Motivation für den Präsidenten, dass eine Kipp auf dem Weg weiterzuführen, die Sache schon, was den einzigen richtig ist, nämlich konsequent Optionen zu setzen, den einzigen Weg, die Perennität von einem Verein garantiert, den einzigen Weg, den eine Seele an den Verein heranbringt. Das ist kein Seife bloß, die nicht mehr so abgebaut als der Hunger auch. Nicht mehr nach Fußball, mehr am Fußball auch. Und das ist halt absolut nicht der Fall. Zum Schluss will ich natürlich, Alessandro, ja, ich muss neutral bleiben, Bonne Chance wünschen, Kind den Opa. Ich weiß nicht, was ich noch muss brauchen, was den Opa noch muss brauchen. Ich weiß nicht, mich der nicht so. Bonne Chance und dann gucken wir doch noch, wie es weitergeht. Monsieur le Maire, Jean-Pierre Klein. Monsieur le Président de la FLF, Monsieur Paul Philippe, et Monsieur le Préchevin, Fernand Machetti, Monsieur les dirigeants de CS Fola Esch et de l'UN Carger, représentés par Monsieur Pascal Welter et Émile Muller, et tous les, messieurs, et tous les membres du comité. Un grand merci à la commune de Steinzell pour cette installation magnifique. Qui en plus d'être un espace de divertissement et de sport, est un espace de culture et de diversité. Notre communauté multiculturelle connaît aussi à travers le sport une adhésion à la vie sociale de la commune. Merci à nos jeunes filles et garçons qui à mon avis, ils sont la base du succès d'un club sportif. Merci à nos équipes seniors. Et surtout à notre équipe Fagnon, qui avec leurs résultats nous oblige à revoir, et ça c'est avec un grand plaisir, nos objectifs initiaux. Mit dem Motto «Beam a Böscher» stung dieses Jahr die Exposition «Plan Air am Haff». Television Stesel war beim Vernissage Lunch gucken. Thank you.
Live-Artistinnen und Artisten ich herzlich begrüßen bei Gelegenheit von Vernissage für unsere großartige, formidable Fotosausstellungen, die wir heute Abend hier können bewundern. Wir konnten das ein bisschen schon machen. Und wir haben gesehen, dass als Künstlerinnen und Künstler sie ganz viel mehr gehen haben. Sie hat durch zwei Jahre Zeit, letztes Jahr war keine Ausstellung. Da hat sie gute Zeit, für das anständig zu präparieren. Und die Fotos, die wir gesehen haben, die spielen ran an verschiedene Kontinente. Wir haben festgestellt, dass das nicht nur eine nationale Ausstellung mit ihr wird, aber auch eine internationale Dimension. Ausstellung von Amat 5 einheimischen Künstlerinnen und Künstler, und zwar Karin Binz, das Conseiller und Präsidentin von unserer Kulturkommission, Michel Lamisch, freie Lehrerin hier in der Gemeinde, Jean-Paul Schmidt, Monique Schmidt, ein Koppel, die hier an der kulturellen Szene kein Unbekannt sind, Roland Schockfeiler, zum Punkt den Ausleser von dieser Aktion geht schon ein paar Jahre zurück. Und ihm, wie wir hier begegnet haben, schon ein paar Jahre hat man die Idee schon abgegraben und gesagt, wir wissen, dass wir mehr haben. Das ist natürlich gut verfeinert gegen die Kulturkommission. Und heute sind wir dann so weit für die dritte Ausstellung hier abzumachen. Paul Schumacher. Und ursprünglich auch dabei war, im Team war, die möchte aber nicht mehr mit Paul, möchte aus Alterskern nicht mehr mit Wissen aber, dass der Paul während Jahren, bald 70 Jahre hier zu stehen soll, und nicht 70 Jahre, ganz aktiv war, auch am Bereich von den Fotos, in alles festgehalten wird, am Bild festgehalten wird. Emission für heute. Wir sehen uns den 1. Juli mit einer neuen Emission. Merci für's Zuschauen. Bis dann.